Willkommen bei der Alpenrevue. Heute möchte ich etwas über eine hervorragende, längst überfällige Wiederveröffentlichung erzählen. Über das Album Through the Looking Glass von der japanischen Perkussionistin Midori Takara aus dem Jahr 1983. Through the Looking Glass war eines dieser Alben, das ich von YouTube kannte und auf das man früher oder später stieß, wenn man die Vergangenheit nach interessanten japanischen Künstlern durchforstete. Der Blick auf die Webseite von Discogs war dann stets sehr ernüchternd, denn dort lief die Platte dann gerne auch mal für 200 Euro. So konnte man stets nur hoffen, dass ein Label dieses Material aufgreift und wiederveröffentlicht. Und das ist in 2017 dann auch geschehen durch das Label We Release Whatever the Fuck We Want Records. Das gibt's wirklich. Midori Takara hatte mit ihrer Band McQuadju Ensemble in den späten 70ern begonnen und es ist schon ein wenig frech von mir, hier von einer Band zu sprechen, als hätte man es hier mit Rockmusik zu tun. Das McQuadju Ensemble verband gekonnt afrikanische Rhythmen und asiatische Musik. Das Trio brachte zwei Alben heraus und ja, solltest du nicht wissen, was du mit deinem vielen Geld anstellen sollst, so kaufe dir diese Alben auf Vinyl. Die Preise für beide LPs fangen bei 300 Euro an. Sogar die später erschienenen CDs gibt es kaum unter 60 Euro. Auch hier kann man nur sehnlichst hoffen, dass dies bald von einem der zahlreichen entstehenden Labels aufgegriffen wird, um ein Re-Release zu machen, damit dieser Abzocke ein Ende gesetzt wird. Nach McQuadju ging Midori Takara ihre Wege und wurde zu einer überzeugten Solokünstlerin. Und in dieser Zeit, genauer 1983, fällt die Produktion ihres ersten Soloalbums Through the Looking Glass. Das ganze Album entstand in nur wenigen Tagen in dem berühmten Victor Aoyama Tonstudio in Tokio. Anwesend waren nur Midori Takara und der Tontechniker Masaki Ono, der ausschließlich mit klassischen Orchesteraufnahmen gearbeitet hatte. Entstanden sind dort vier grundverschiedene Aufnahmen. Die A-Seite beginnt mit dem außerordentlich faszinierenden Stück Mr. André Rousseau's Dream. Dies ist eine atmosphärische Klanglandschaft, die eine fantastische Mischung aus Xylophonen und allerlei Kleinperkussionen zeigt, die sich mit Flötenklängen und Aufnahmen von Vogelstimmen vermischen. Die Methodik hier erinnert stark an die Ambient-Künstler aus Europa und Amerika, doch dies war eine Welt, zu der Takara keinen Kontakt hatte. Der Titel des Liedes spielt natürlich auf den französischen Maler André Rousseau an, an dem sich seinerzeit die Geister schieden. Er wurde von vielen als naiver Amateur belächelt, während andere in ihm ein unverstandenes Genie sahen. Er wurde für seine Urwaldfantasien berühmt, ohne jemals im Leben einen Urwald mit eigenen Augen gesehen zu haben. Heute sind seine Bilder ein fester Bestandteil der Posterindustrie. Ein eingerahmtes Urwaldbild von Rousseau ist etwas, das man häufig bei jemandem im Flur der Wohnung entdeckt. Mr. Henri Rousseau's Dream ist eine großartige Klangmeditation, die eine fantasievolle Welt erschafft. Das zweite Stück Crossing beginnt mit einem Xylophon und es ist erstaunlich, wie sehr man an dieser Stelle an King Crimson der 80er Jahre erinnert wird, insbesondere das Album Discipline. Midori Takara baut hier ein spannendes Xylophonmuster auf, bei dem verschiedene Taktzahlen dafür sorgen, dass die einzelnen Motive sich wie ein komplexes Räderwerk zusammenfügen. Das ist etwas, das man eben von Bill Bruford erwarten würde, zum Beispiel 4/4 und 7/8 parallel aufzunehmen und so diese geradezu hypnotischen Schwerpunktverlagerungen innerhalb des gewobenen Rhythmusmusters zu erschaffen. Diese Aufnahme hat auch etwas gänzlich Fieberhaftes. Die B-Seite des Albums beginnt mit dem Stück Trompe l'œil. Wie schon auf der A-Seite ist dies wieder eine ruhige, atmosphärische Nummer. Hier werden erneut räumliche Visionen durch Musik heraufbeschworen. Die Musik ist bewusst primitiv gehalten, geradezu urtümlich, als wollte man sich längst vergessener Musik von Steinzeitmenschen annähern. Etwas daran erinnert mich auch ein wenig an Passion von Peter Gabriel. Sicherlich könnte man auch Querverbindungen zu John Hassell herstellen. Das ist durchaus ein waschechter Fourth World Track. Doch zugleich ist da auch dieser fast unscheinbare Keyboard-Sound, der eine simple Melodie einbringt, die man eher mit den Straßen von Paris assoziiert. Auch hier ist die Komposition eine Referenz an etwas aus der Malkunst. Trompe l'œil, auf Deutsch täusche das Auge, ist ein
Sammelbegriff für ausgeklügeltes perspektivisches Malen, das dem Zuschauer das Gefühl von dreidimensionaler Räumlichkeit vermittelt. Ein Stil, den es seit der Renaissance gibt. Das Album schließt mit dem mächtigsten Track dieser Platte, dem über 15 Minuten langen Katastroph Sigma, einer stimmungsvollen Nummer, die voller perkussiven Dramas ist. Midori Takada spielt hier auch ein indisches Harmonium. Das Stück hat damit einen leicht südasiatischen Einschlag, doch stilistisch einordnen lässt es sich nicht. Dieses Stück mutet wie eine düstere Vorahnung an. Es gibt da eine besondere Dringlichkeit, die sich durch die Aufnahme zieht. Dieses Stück ist perfekt ans Ende der Platte platziert und diese Musik könnte der perfekte Soundtrack zu dem Untergang von Pompeji sein. Der Titel des Albums Through the Looking Glass ist natürlich Lewis Carroll und Alice in Wonderland nachempfunden. Und genauso fühlt sich auch diese seltsame und doch eingängige Musik an. Midori Taka, das Album, ist ein großartiges Juwel, das zu erforschen sich lohnt. Es ist Musik für gehobenen Geschmack, kann sein, aber es ist keine Musik, die unzugänglich erscheint. Hört man sich dieses Album an, wundert man sich sogleich, weshalb Millionen Menschen sich lieber täglich platte und billige Schrottmusik anhören, wenn sie derart faszinierende Expeditionen in die Tiefen akustischer Möglichkeiten unternehmen könnten. Expeditionen, von denen sie viel mehr bereichert zurückkehren würden. Doch dies so auszusprechen, wie ich es gerade tue, führt meistens nur dazu, dass man als elitär bezeichnet wird, als ein Arthouse-Schnösel. Doch ich kann nichts dafür, dass man sich gute Musik auch etwas erarbeiten muss. Und ja, es kann sein, dass es letztendlich etwas ist, dem nicht jeder intellektuell gewachsen ist, aber ich vermute auch, dass die Anzahl jener, die guter Musik nicht gewachsen sind, in Wirklichkeit sehr viel kleiner ist, als wir denken. Der Rest ist eine riesige graue Masse aus Menschen, die es einfach nur noch nie versucht haben und somit nicht wissen, dass sie für deutlich größere musikalischen Reisen geeignet sind, als sie sich eigentlich zutrauen. Man muss eben den Sprung in den Abgrund auch mal wagen. Through the Looking Glass ist nicht einem einheitlichen Stil verschrieben. Nicht im Sinne, wie wir Nerds und Geeks musikalische Kategorien wahrnehmen. Man findet nur leicht Übereinstimmungen, die den Eindruck eines Genres erwecken. Wenn du zum Beispiel eine eigene Ambient Compilation zusammenstellst, kannst du jederzeit Mr. Henri Rousseau's Dream hernehmen. Das Stück wird sich dort perfekt einfügen. Und wer die Musik von Kodo-Trommlern oder Projekte wie Stomp mag, wird gerade bei Katastroph Sigma auf seine Kosten kommen. Das Album kommt mit umfangreichen Liner Notes und einem kurzen Interview mit Midori Takada. Ich habe auch einen netten Artikel samt Interview auf Deutsch gefunden auf den Seiten des HHV-Magazins. Ich werde den Link unten mit der Beschreibung posten. Ich gebe diesem Album 5 Sterne. Denn es ist eine großartige und unikate Insel in dem großen musikalischen Ozean. Die Musik ist gänzlich zeitlos und könnte genauso gut in einem ganz anderen Jahrzehnt aufgenommen worden sein. Wer etwas Besonderes hören möchte, das sich von dem üblichen Alltagsgeplärre abhebt, dem sei dieses Album herzlichst empfohlen. Das war Through the Looking Glass von Midori Takada aus dem Jahr 1983.